Moin zusammen, beste Grüße aus Slowenien, unserem 10. Land jetzt auf unserer Fahrradweltreise. Wir sind in Kopriva angekommen. Hier wohnt unser Warm Showers Host. Und wir haben Blumenstrauß dabei. Ein Sixer Bier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir sein Haus finden. Er hat uns eine ganz witzige Beschreibung gegeben. Das soll auf der rechten Seite sein. Bei der Kirche in der Nähe, die ist schon da vorne. Und irgendwie das einzige Haus mit einem Turm oder sowas. Also gucken wir mal. Mal kurzes Update. Also wir haben vorgestern das Haus von Kirk gefunden, von unserem Warm Showers Host. Und das hat auch alles super geklappt und das war richtig nett. Wir sind abends dann auch irgendwie mit ihm zusammen durch das Dorf gezogen und haben irgendwie die Leute besucht. Seinen Imker und irgendwie seinen Typen, wo er Kartoffeln holt und ganz zum Schluss nachher irgendwie den Typen, wo er seinen Wein kauft. Und das war fatal. Das war fatal. Der hat uns halt kurzerhand zusammen mit seiner Frau da irgendwie eingeladen und dann saßen wir auf einmal am Küchentisch bei denen und es wurde Wein aufgetischt und es wurde was zu essen aufgetischt. Und das war super witzig. Wir hatten eine Menge Spaß. Dementsprechend hatten wir gestern allerdings auch einen heftigen Kater. So, dass wir richtig erstmal da ausgeschlafen haben bei Kirk und gestern gegen 4 Uhr dann bei ihm losgefahren sind und vorher noch Warm Showers, unseren nächsten Host, angeschrieben haben, dass wir quasi einen Tag später kommen. Genau, und so ist es jetzt auch. Also jetzt ist quasi ein Tag später und jetzt packen wir hier unsere Sachen. Wir sind gestern 7 Kilometer oder so gefahren und haben unser Zelt aufgebaut. Waren ziemlich erschöpft, jetzt geht's wieder. Und jetzt sind es ungefähr 50 Kilometer bis zu dem nächsten Warm Showers Host. Und ja, es war echt richtig witzig und genau so, wie wir uns Biker irgendwie vorgestellt haben, dass die Leute total nett und freundlich sind und einen irgendwie einladen und so. Genauso war es. Total verrückt. Total nett. Dann sind wir gespannt, wie es heute Abend wird. Auf jeden Fall werden wir nichts trinken, denke ich mal. Sind da. Park, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Skosjanske Jame. Und Olga ist jetzt gerade drin in der Information und checkt das mal alles ab, wie teuer das ist und wie lange irgendwie so eine Tour dauert und ob wir unsere Räder hier abstellen können. So, wir sind jetzt am Ausgang von den Höhlen. Innen drin durfte man leider nicht filmen oder Fotos machen, deswegen konntet ihr leider nicht dabei sein. Aber es war richtig cool, wunderschön. Der größte unterirdische Canyon Europas ist hier zu sehen in den Höhlen.
Also definitiv ein Besuch wert. War genial. Wir sind jetzt kurz von unserem nächsten Wurmschauer in Slowenien. Davor war jetzt gerade sehr, sehr, sehr bergig. Wir müssen bestimmt 1,5 Kilometer unser Fahrrad hochschieben. Und jetzt ist zum Glück, sind wir gleich da beim Dorf. Bak heißt der Dorf und müssen den Haus suchen, weil in Slowenien man keine Straßennamen hat beim kleinen Dorf, sondern nur Nummern. Deswegen müssen wir jetzt auf gutes Glück gucken, wo Nummer 45 ist. Guten Morgen. Hat gestern alles geklappt mit unserem Warm Showers Host. Hier hinten könnt ihr das Haus sehen. Wir haben heute Nacht hier hinten unser Zelt aufgestellt. Unsere Räder stehen da noch. Haben wir jetzt alles gepackt. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen unsere Folie und unser Zelt aufgehängt draußen. Die beiden sind schon los zur Arbeit. Und wir dürfen noch ein bisschen quasi hier bleiben, unsere Sachen da ein bisschen trocknen, zumindest versuchen. Und draußen an den Steckdosen unsere Akkus und so weiter aufladen. Das machen wir jetzt noch, bleiben wir noch eine halbe Stunde oder sowas. Und dann ist heute unser letzter Tag in Slowenien. Es sind jetzt ungefähr 30 Kilometer. Richtung Süden bis zur Grenze und dann geht's nach Slowenien. Also hatten wir hier jetzt vier Tage. Ja, drei bewusste, unbewusste, genau, ein Bonustag, was eigentlich nicht geplant war, aber ja, war wunderschön hier. Also wir haben tolle Leute kennengelernt und es waren richtig schöne Landschaften hier. Beste Grüße aus Kroatien. Wir sind gerade über die Grenze gefahren. Es war der erste Grenzübergang, wo wir unseren Ausweis zeigen mussten. Also jetzt wird es spannender und interessanter. Wir fahren jetzt relativ gerade zum Mittelmeer wieder und bleiben da dann eine Zeit lang an der Küste, bis Split ist eigentlich geplant. Es sind so ungefähr, ich glaube, 350 Kilometer oder so von hier. Das ist erstmal die erste Etappe für Kroatien. Und ja, wie gesagt, jetzt versuchen wir erstmal schnell ins Mittelmeer zu kommen. Regnet ein bisschen. Deswegen werden wir heute vielleicht nicht mehr so viel filmen, aber ab morgen dann wieder. Ab übermorgen. Übermorgen ist gutes Wetter angesagt. Thank you.
Abgehoben. Die neue Währung jetzt erstmal. Gestern erstmal eine Passkontrolle und jetzt schon nicht mehr Euro, sondern kroatische Kuna. 120 Kuna. Sehr schön. Gucken wir mal, wie weit wir damit auskommen. Wir haben uns ungefähr ausgerechnet, dass es uns reichen wird. Zelt steht und jetzt fangen wir an zu kochen. Heute Hirse mit Gemüse und Bohnen. Das Kohl ist perfekt dafür geeignet, deswegen sieht es schon jetzt sehr gut aus. Morgen. Also es ist mega windig und es war die ganze Nacht so windig, wir haben kaum geschlafen, weil das Zelt die ganze Zeit so hin und her gewackelt hat. Es war eine ziemlich anstrengende Nacht und es ist jetzt auch noch relativ früh, ich glaube gerade 7 oder so, und wir haben das Zelt jetzt abgebaut, verstauen jetzt alle Sachen und fahren einfach weiter und suchen uns irgendwo ein ruhigeres Plätzchen, wo wir frühstücken können. Einen Verlust haben wir auch zu melden. Eins von unseren Sitzkissen ist leider weggeflogen. Das haben wir jetzt nicht wieder gefunden. Aber naja, sonst ist alles heil geblieben. Von daher ist das schon okay, denke ich.